kann es ja leicht losgehen. Ist der Dr. Motte? Nee. Muss ja. Schauen wir mal. Haben die doch gesagt, Dr. Motte kommt bald. Ja, kommt auch. Na, schauen wir mal. Herzlich willkommen auf der 15. Handparade. Alles noch ein bisschen chaotisch. Wir haben seit 3 Wochen quasi ununterbrochen Behördendumpfig und sind auch jetzt im Moment parallel noch dabei, vor einem Notgericht gegen die Stadt Berlin zu klagen, um weitere Teile der Abschlusskundgebung aus dem Klammergriff der Polizei zu befreien. Die ist nämlich der Meinung, die Handparade ist eine ganz böse, böse kommerzielle Veranstaltung, weil sie nicht verstanden hat, dass wir in Wirklichkeit ein zutiefst politisches Anliegen haben. Wir sind hier, um 40 Jahren Unrecht ein Ende zu machen. Wir sind hier, um Hanf endlich frei zu kriegen. Ich habe ein paar gute und ein paar weniger gute Neuigkeiten für euch. Ich fange einfach mal mit den schlechten an, dann kann man ja hinten raus ein bisschen besser werden. Leider hat der Herr Haß, der Chef der Berliner Versammlungsbehörde, uns verboten, ein Forum für Handmedizin, ein Nutzhandvarial, ein Kinderland oder einen Handmarkt der Möglichkeiten anzubieten, weil das angeblich alles ausschließlich kommerziellen Interessen dient. Ich lade euch dazu ein, den anwesenden Polizeivertretern zu sagen, was ihr davon haltet. Ich darf das leider nicht. Die Polizei ist heute auch nicht so ganz gut auf uns zu sprechen. Ungefähr 10 Minuten, nachdem ich die Polizei heute früh begrüßt habe, habe ich meine erste Anzeige wegen Beamtenbeleidigung gehabt. Und ich befürchte, wenn der Tag weiter so geht, wird es die eine oder andere weitere Anzeige geben. Um mal zu den guten Nachrichten zu kommen, wir werden auf alle Fälle eine große Abschlussbühne am Reichstag haben. Das konnte von der Versammlungsbehörde nicht verhindert werden. Die Bands sind da, machen gerade Soundcheck. Und Redner haben wir auch jede Menge geplant. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Ich möchte euch noch eins mitgeben. Bitte versteht die Handparade nicht nur als Gelegenheit, durch die Stadt zu laufen und mal so ein bisschen gemeinschaftlich politisch zu tun. Versteht die Handparade als Möglichkeit, neue Netzwerke zu knüpfen, neue Leute kennenzulernen, neue Aktionen zu planen, auf dass wir in den nächsten Tagen bis zu einer weiteren Handparade so viel Dampf machen, dass die Stadt Berlin uns nicht wieder von Karren bissen kann. Seid euch sicher, was wir wollen, die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Was wir wollen, wird es nicht umsonst geben. Es wird ein harter Kampf sein und es wird Opfer kosten. Aber am Ende werden wir gewinnen. So, und dann übergebe ich euch jetzt gleich mal an Olli. Der ist heute unser Moderator und hat die Aufgabe, euch so ein bisschen die verschiedenen Redner vorzustellen. Wenn ihr mich irgendwas fragen wollt, ich bin immer da, wo die roten Haare rumrennen. Bis später, viel Spaß! Vielen Dank, Steffen. Ja, auch nochmal herzlich willkommen zur Hanfparade 2011. Ich bin der O, ich mache die Moderation hier auf der Parade und nachher auch noch auf der Abschlusskundgebung zusammen mit dem Carlos, der die Bands ansagen wird. Und da hinten habe ich die Fanny, die läuft so ein bisschen rum wie die Freiheitsstatue. Da ist sie. Da ist die Fanny, die wird mit mir zusammen auch noch den Livestream-Interviews ein paar machen. Genau. Das ist die nette Dame da, mit, die aussieht wie die Freiheitsstatue mit, ja, ich sag mal, die Hanf-Freiheitsstatue. Ein Applaus für die Hanf-Freiheitsstatue. Und wir würden auch gleich beginnen mit dem ersten Redner. Ich hoffe, der ist da, der Joe. Da ist er schon. Der Joe Biermanski ist der Pressesprecher von der Grünen Hilfe und der Initiator der Ich-habe-gekifft-Kampagne.
mit dem Thema Sicherheitsverwahrung gegen Drogenhändler versus Menschenrecht. Joe Beyer heizt die Leute richtig ein. Danke dir. Liebe Hanffreundinnen und liebe Hanffreunde, die 15. Hanfparade in Berlin. Da gilt mein Dank erstmal dem unermüdlichen Orga-Team von Hanfparade Jakes e.V., Hanfmuseum, Grüne Hilfe und euch, die genug Rückgrat haben, um hier für eine humane und vernünftige Drogenpolitik, Hanfpolitik zu demonstrieren. Der Drogenkrieg ist gescheitert. Die Prohibition schafft mehr Elend, als sie vorgibt, zu lösen. Aber die Eskalation der Ausgrenzung, Stigmatisierung und Kriminalisierung von Hanffreundinnen hat in Deutschland eine neue Stufe erreicht. Die, die am härtesten betroffen sind von der Prohibitionsmafia, sind die Inhaftierten. In diesem Sinne bitte ich um eine Schweigeminute für alle inhaftierten Hanfgefangenen. Und anschließend erzähle ich euch noch mehr, was hier für ein Scheiße läuft. Eine Minute Schweigen für die, die für uns im Knast sitzen. Freiheit allen Hanfgefangenen. So hätten wir es gern. Die Realität sieht anders aus. Die Sicherungsverwahrung durch Urteile des Europäischen Menschengerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts in der Diskussion wird auch gegen Drogen- und Hanfhändler angewandt, während in den öffentlichen Medien immer so getan wird, als wenn Sicherungsverwahrung gegen Gewalt und Sexualstraftäter angewandt wird, ist es längst Realität, dass gegen Hanfhändler und Drogenhändler Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Allein der Rechtsanwalt Sebastian Schama aus der Kanzlei Hummel und Kaleck in Berlin vertritt 3 Drogenhändler, gegen die Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, eine Kollegin von ihm 2. Die herrschende Politik hatte nun die Unverschämtheit, im Zusammenhang mit dem neuen Sicherungsverwahrungsgesetz durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts seit dem 01.01.2011 ausdrücklich Betäubungsmitteldelikte in den Katalog aufzunehmen. Das heißt, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, wenn in den Medien immer so getan wird, die Sicherungsverwahrung würde gegen besonders schwierige Fälle angewandt, das ist nicht die Realität. Das verstößt gegen das Menschenrecht, oder? Ja. Ich möchte den Sprecher der linken Basisgruppe der JVA Schwalmstadt zur Sicherungsverwahrung zitieren. Er sieht als Langzeitbeobachter der Sicherungsverwahrung eine neue deutsche Selektion, eingeführt 1933, mit zahlreichen Änderungen angepasst an die jeweilige Zeit. Dem Verurteilten, auch Drogen- und Hanfhändlern, wird die Freiheit genommen. Dies verstößt zwar gegen europäisches Recht, die Deutschen aber wollen anderer Meinung sein.
mit Gefährlichkeitsprognosen von Sachverständigen, sogenannten Gutachten, sollen Richter eine Prognose für die Zukunft erkennen und Urteile finden. Es ist absehbar, dass auch die neuen Gesetze selektierend auf einen Teil der Gefangenen zukommen. Wenn für alle, für die es laut Gesetz möglich wäre, Sicherungsverwahrung ausgesprochen würde, wären dies jährlich mehrere tausend Fälle. Es wird weiterhin mit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe wie auch bei schweren wirtschaftlichen Schaden möglich sein, zu selektieren, Sicherungsverwahrung anzuordnen. Es werden weiterhin Haschischhändler, Geldfälscher, Geldräuber und so weiter zur neuen Sicherungsverwahrung geurteilt. Er hat keine zeitliche Beschränkung. Weg mit der Prohibitionsmafia! Ich möchte noch daraus hinweisen, dass es in Ländern wie Großbritannien, Belgien, Frankreich keine Sicherungsverwahrung gibt, es aber keine Belege gibt, dass dort Gewalt- oder Sexualstraftaten vermehrt vorkommen. Es gibt also andere Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und erfolgreiche Hanfparade und Freiheit allen Hanfgefangenen und Sicherungsverwahrung stopp. Freiheit für alle.